Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Einfach Pferde. Und da ich das schon ein paar Mal gefragt wurde, wollte ich euch direkt mal zeigen, was ich für ein Texture-Pack hier verwende. Also, ich verwende hier das Chroma Hills, aber da ist ganz wichtig die 1.5er-Version. Denn das ist ja, wie gesagt, auf einer alten Minecraft-Version der Mod und deswegen braucht ihr auch ein altes Texture-Pack dafür. Also nicht vergessen, das Neue und alles funktioniert nicht. Und da ich jetzt auch noch ein paar andere Sachen gelesen habe bei Leuten, bei denen es nicht funktioniert derzeit, wenn da steht, you have to run Minecraft 1.5.2 at least once, dann müsst ihr euch einmal in die normale Minecraft 1.5.2er-Version einloggen, bevor ihr euch in die Forge-Version einloggt. Das müsst ihr einfach einmal vorher machen, ansonsten läuft das bei euch einfach nicht. Und ich habe schon einige Kommentare gelesen, auch zu den Pferden, welchen Namen wir geben sollen. Natürlich, Spirit ist extrem oft gewünscht worden. Ich habe auch die ein oder anderen Kommentare gelesen, die gesagt haben, oh nein, bitte nicht Spirit. Von daher, ich muss mich an der Mehrheit da beugen und ich wollte halt einfach fragen, wie es für euch ausschaut, wäre Spirit für euch in Ordnung? Ist das ein Name? Klar, es ist der Klischee-Mustang, er sieht auch aus wie Spirit in der Art. Und wenn das für euch okay ist, schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, dann nennen wir ihn jetzt quasi erstmal übergangsweise Spirit. Ich habe es am besten groß, damit man das gescheit sehen kann. Hey, das sieht auf den Text, das sieht doch richtig cool aus auf den Schildern. Würde ich das sagen, lassen wir das erstmal hier? Oder meint ihr... Oh nee, das passt ja gar nicht. Ich würde sagen, wir machen das lieber hier so hin. Halt nein. Eine Zeile frei. Spirit. Was? Warum sieht das denn so... Ich habe da keine Leerzeichen reingetan. Egal. Wird schon so passen. Dann wurde mir auch gezeigt, wie man eine Treppe baut. Warum ist denn hier ein Block, der in der Luft schwebt? Sehr komisch. Und das ist Sticks wie ein Haar, natürlich. Klar, meine Güte, man lernt so viele Sachen jetzt wieder erstmal, wenn man das alte Minecraft nicht mehr gewohnt ist. Und anscheinend wurde mir auch gesagt, wenn man den Leithengst zähmt, dann gehört einem die ganze Herde. Okay, das erklärt, warum die Wildherde so zutraulich geworden ist. Dann würde ich jetzt mal gucken, dass wir uns vielleicht an das Dach mal machen. Und wie gesagt, schaut mal, ob ihr mit Spirit ein Problem habt. Wenn nicht, dann wird er dann einfach jetzt erstmal Spirit heißen. Namensschilder können wir ihm ja eh nicht geben. Deswegen sind wir erstmal an ein normales Schild außen an der Box sind wir erstmal gebunden. Was mir auch gerade einfällt, weil ich jetzt gerade das Wasser sehe, dass sie überhaupt keine Tränken drin haben. Die beiden Pferde, das brauchen sie eigentlich auch noch. Zumindest eine kleine Stelle, wo man... Oh je. So, zumindest eine kleine Stelle, wo sie halt ein bisschen was trinken können. Hier außen die auch, fällt mir jetzt gerade ein. Oh mein Gott, die haben alle kein Wasser! Wir müssen ihnen auf jeden Fall noch einen Stroh ballen. Ich guck mal gerade, das Metz. Wir haben ja gerade eh hier alles an Weizen da. Oh Mann. Lasst mich! Ich muss hier abernten. Das werde ich eh nochmal woanders hinbauen. Jetzt nur übergangsweise erstmal hier am Wasser, weil es gerade unkompliziert war. Mal so. Und wenn wir noch genügend welche brauchen, ist die Frage, was meinten ihr, was wir für einen Boden machen sollen in die Stelle? Sollen wir da komplett, ich weiß nicht, die sind ja nicht komplett auf Stroh quasi. Das ist ja, glaube ich, ich lasse mich da hin. So. Machen wir die ganzen Mauerrüben auch noch weg. Mohrrüben. Okay, machen wir hier erstmal komplett Weizen. Mohrrüben haben wir erstmal genügend. Okay. So. Sehr gut. Noch ein Brötchen. Und dann schauen wir noch mal, dass wir ihnen ein bisschen was Wassermäßiges reinbauen. Mal gucken, wo wir das machen. An die Seite muss man das ja theoretisch irgendwie machen dann.
Hoppala. So. Moment, reichen 4? Nee, ich glaube, ich brauche nochmal ein Pack. So. Dann eine Leiter. Also wie ein H. Das ist kein H. Warte mal. So. A. Nee, H. Moment, wir sind, glaube ich, 4 hoch. Das heißt, wir brauchen noch mehr Sticks. Okay. Das müsste reichen. Meine Güte, wie sagt der Problem, ein Haar zu zeichnen? So. Das machen wir das hier zusammenpacken. Okay. Das würde ich dann hier hinten hoch machen, so zum Dachboden. Ach, da habe ich nicht mal meine Axt dabei. So. Machen wir da noch. Da wurde sich auch noch gewünscht, dass wir doch solche Klappen machen können. Das ist eine saugute Idee, dass wir Klappen als Eingänge machen. Ich weiß gar nicht mal, wie jetzt eine Trapdoor ausgesehen hat. Hier, Trapdoor. Ah, perfekt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir die in dem Pack hier schon so seitlich machen können. Das muss ich jetzt mal gucken. Das erste, was ich mache, ist mal hier oben eine Trapdoor drauf. So. Und dann können wir direkt mal gucken, ob wir hier vorne Trapdoors dran machen können. Moment, wie soll das denn aussehen? Da müssten wir die theoretisch ja hier so hinmachen. Oh, da habe ich schon wieder vergessen, die Musik auszumachen. Nee. Das geht nicht so. Müsste wenn dann hier außen. Ich glaube, das geht noch nicht in dem Texture Pack. In der Version. Dass man die Trapdoors einfach so seitlich hinpackt, dass die dann aufklappen. Ich glaube, das ist hier nicht möglich. Geh mal kurz weg. Okay, dann haben wir erstmal unseren Spirit da drüben. Und machen wir jetzt erstmal ein paar Blöcke noch aus Stroh. Ach, das war nur ein Vierer. Stimmt ja, ich mach das immer komplett voll. Wie? Das geht hier noch nicht? Oder hab ich da wieder irgendwas vertan? Ah, was? Okay. Na gut, dann machen wir eben Brötchen draus. Hä? Ach ne, Brötchen waren ja 3 Reihen. Ha, geht sogar perfekt auf. Gut, wir haben Trapdoor, wir brauchen das hier für Wasser dann noch. Das ist aber auch doof so, oder? Wir könnten natürlich auch einfach... wie machen wir denn das am besten? Weil ich will jetzt quasi nicht hier noch diese Blöcke hinstellen, damit hat er überhaupt keinen Platz mehr. Kann man vielleicht hier eine Trapdoor hin... Nee. Nee, das geht auch nicht richtig, weil... Puh. Ja, wir haben die Wahl, wir machen einfach ein Loch in den Boden und machen da Wasser rein. Oh, da oben steht ein Villager-Zombie. Den Tigerschecken sollten wir auch noch zählen, wurde sich gewünscht. Aber erstmal lege ich mich erstmal kurz hin. So. Als nächstes müssen wir mal schauen, ob wir ein bisschen Lehm finden für das Dach. Ich weiß gar nicht, sind in der Version schon normale Ziegel möglich? Mal gucken. Die ganzen Zombies brennen. Das hier müsste doch Lehm sein, oder? Ernsthaft. Geh. Rock. Okay. Hier haben wir Lehm. Hä? Brauchen wir dafür eine Schaufel? Ich glaube, das geht mit der...
Und der Spitzhacke schneller. Nee, geht's nicht. Okay. Und wenn wir hier außerhalb vom Wasser sind, dann geht das noch viel schneller. Sehr gut. Gut zu wissen. So, einmal hier hochgehen und dann ziehen wir ja als Außen. Ah, nicht clever. So. Alles klar. Jede Menge Lehm. Die Fäden können wir auch nochmal wegtun. Und so, ich weiß nicht, wie viel wir brauchen werden für das Haus. Also so viel braucht man, glaube ich, gar nicht. Ich hau jetzt erstmal das bisschen hier in den Ofen. Und ich denke mal gucken, dass wir ein bisschen was am Dachboden bauen. Okay. Oh je, da haben wir aber auch. Jetzt könnte ich fast nochmal überlegen, ich sollte lieber noch einen weiteren Ofen bauen. Wenn ich das jetzt so sehe. Das dauert ja ewig dann. So, das hier rein. Haben wir mal die Kohle auf. Okay. So. Und machen wir mal die Scheiben noch hier rein. Die Mohren brauchen wir auch erstmal nicht. Melone brauchen wir nicht. Ja. Muss mal gucken. Also ich bin immer überlegen. Also schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das gerne haben würdet, dass wir hier vielleicht einfach dann den einen so einen Weizenblock, wobei Weizenblöcke haben wir ja jetzt nicht, dass wir den dann hier einfach so eine Wasserstelle noch hier in den Boden reinmachen. Das würde ich am normalsten finden. Und wir sollten vielleicht auch mal gucken, wir haben ja hier unsere Schilder noch, dass wir das hier vielleicht oben drüber noch schreiben, weil man sieht das ja vielleicht aus der Seite auch nochmal sieht. Und hier ist Spirit. So, genau. Dann haben wir das jetzt schon mal abgeklärt, dann können wir nämlich dann hier schauen, dass wir. Oh je. Kommen wir da nicht hoch? Oh, ernsthaft nicht? Doch, okay. Nee, das ist echt so ein Problem. So kommt man hier nicht hoch. Müssen wir das weglassen? Ja. Wie blöd. Ja, gut. Das wird ja hier eh der Dachboden. Machen wir einfach mal schon mal ein paar Fackeln hin für die Nacht. Dass hier nichts drauf spawnt. Machen wir uns hier noch einen schönen Dachboden. Vielleicht nochmal mit so einer kleinen Terrasse hier nach außen, dass man so ein bisschen die Pferde sehen kann. Das finde ich persönlich ziemlich cool immer. Deswegen, ich mache das hier gerne. Aber muss ich erstmal gucken, wie lange dann auch unsere Ziegel reichen. Vielleicht mache ich schon nochmal im Ofen, dass ich noch ein paar mehr Lehmsachen hole. Oh, hier ist noch ein Zombiefleisch. Zombiefleisch. Mal schauen, ob hier noch irgendwo Lehm ist. Da vorne ist noch Lehm, da ist auch noch Lehm. Ja, es ist ja eigentlich ganz gut. Also ich habe mal ganz gut was in der Gegend. Kenne ich ganz andere Gebiete, wo wir dann teilweise echt Probleme hatten, überhaupt kein Lehm. Ich gehe das erst mit der Faust ganz schnell. Huch. So. Oh, da ist auch noch was. Ja, unter Wasser sieht man gleich mal, wie viel langsamer das geht. Bin ich ja 10-mal schneller, wenn ich hier auftauche und so mache. Okay. So, das hätten wir. So. Dann können wir nämlich, wenn wir das Haus fertig haben, dann ist das nämlich so unser Wohnhaus. Und dann machen wir es halt eben so, dass wir dann noch dieses andere Haus so da drüben bauen, das größere, wo dann die ganzen Zugpferde und der Platz für den Karren hinkommt. Und dann machen wir uns dann quasi daran. So. Ja, da kommen wir schon richtig schnell hier an was ran. Ziegel. Mal gucken, ob das auch dann funktioniert so.
Ach, müssen wir erst Brickblöcke machen daraus? Ich verwechsel das immer. So. Okay, und jetzt dann so, oder? Ja, sehr gut geht. Genau, die machen wir dann nämlich dann hier oben noch. Was? Was machst du denn hier? Nicht mein Fenster essen. Nee, dann machen wir dann nämlich dann hier die Blöcke hin. So mit 1 Überhang, ungefähr so, genau. Ja, genau so finde ich das gut. Nur gucken, wie ich das am besten dann mache, dass ich dann nicht andauernd runterfalle. So, aber damit verabschiede ich mich dann auch für diese Folge. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob Spirit für euch erstens in Ordnung ist und wie ihr euch das vorstellen würdet, dass wir hier unten dann noch einen Wasserbereich hin machen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.